Die französische Region Burgund ist Heimat vieler berühmter Weine. Einer davon ist der Chablis. Ein außergewöhnlicher Wein, der seinen Geschmack den Mineralien im Boden verdankt, auf dem die Chardonnay-Trauben wachsen. Bereits im 12. Jahrhundert haben Zisterziensermönche hier mit der Weinherstellung begonnen. Familie Michel ist ein Teil dieser langen Tradition. Die Geschichte unseres Weinguts geht bis ins Jahr 1850 zurück. Seitdem ist dieses Grundstück im Familienbesitz. Heute produzieren wir 150.000 Flaschen pro Jahr. Alle unsere Weine werden hier auf dem Gut in Flaschen abgefüllt. Wir ziehen und ernten unsere eigenen Trauben und verkaufen unseren Wein selbst. Wir bewältigen die gesamte Weinherstellung von der Traube bis zur Flasche. Die Familie Michel gibt ihre Liebe zur Weinherstellung seit 5 Generationen weiter. Dabei verlässt sie sich auf ihr handwerkliches Können und auf die Technologie von Atlas Copco. Wir haben hier einen Kompressor mit variabler Drehzahlenregelung installiert, mit integriertem Trockner, 3 Filtern, 2 Behältern sowie einen NG7 Stickstoffgenerator. Als Rohrleitung dient unser AirNet-System. Mit der Installation von Atlas Copco kann dieses Weingut mit den modernen Methoden der Weinherstellung mithalten. Druckluft kommt bei uns in einer Reihe von Anwendungen zum Einsatz. Die Abfüllmaschine braucht beispielsweise viel Druckluft. Und auch die Kapselmaschine benötigt sie. Selbst beim Etikettieren kommt sie zum Einsatz. Für uns ist sie also sehr wichtig. Vergessen die Tage, in denen die Trauben noch mit Füßen zerstampft wurden. Ein modernes Weingut wie das der Michels ist ständig auf der Suche nach Innovation. Deshalb haben sie in einen Stickstoffgenerator investiert. Dieser Generator ist neu. Wir haben ihn mit dem neuen Kompressor gekauft. Bei der Weinherstellung benötigen wir viel Stickstoff. Kurz vor dem Abfüllen nutzen wir es beispielsweise, um die Kohlenstoffgase abzuscheiden, die sich im Wein gebildet haben. Auch wird damit der Sauerstoff aus den leeren Flaschen entfernt, kurz bevor der Wein abgefüllt und verkorkt wird. Der NG7 Stickstoffgenerator von Atlas Copco mit 99,5% Reinheit macht diesen Winzern das Leben um vieles leichter. Unser Kunde verwendete bereits Stickstoff, allerdings in Flaschen. Die Umstellung auf diesen vor Ort installierten Generator hat 2 Gründe. Erstens ist die Lösung wirtschaftlicher und zweitens muss jetzt niemand mehr Stickstoffflaschen hin und her fahren, was eine Menge Zeit und Aufwand spart. In weniger als 2 Jahren sind die Kosten des Generators wieder eingespielt. Dieser Stickstoffgenerator braucht trockene Luft, daher ist der Trockner wichtig. Wir haben ein System mit eingebautem Trockner vorgeschlagen, da es einfacher zu installieren ist und dem Kompressor Raumplatz spart. Atlas Copco bietet eine große Auswahl an Stickstoffgeneratoren mit Kapazitäten von 7 bis 130 Kubikmeter pro Stunde und Reinheiten von 97 bis 99,999%. Mit diesen neuen NG-Stickstoffgeneratoren liefert Atlas Copco eine Komplettlösung von Druckluft via Luftaufbereitung zur Stickstoffherstellung. Dieses einmalige Angebot nimmt dem Kunden so manche Sorge und bietet einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil. Atlas Copco bietet vor Ort installierte Stickstoff- und Druckluftgeneratoren zu geringstmöglichen Kosten für Kunden und Umwelt. Die variable Drehzahlregelung kann die Energiekosten um 35% oder mehr senken, weil keine überflüssige Energie erzeugt wird. Hier kommt die Technologie der Drehzahlregelung effektiv zum Einsatz. Wenn wir nicht die ganze Zeit abfüllen, ist unser Luft- und Stickstoffbedarf sehr unterschiedlich. Daher ist ein Kompressor mit variabler Drehzahlregelung eine gute Möglichkeit, Energie zu sparen. Wein reift mit der Zeit, sowie die Einsparungen, die mit der Atlas Copco-Technologie der Drehzahlregelung möglich sind.
Der Kompressor spiegelt den Bedarf wider. Das führt zu Energieeinsparungen. In der heutigen Zeit, in der die Energiekosten stetig steigen, suchen wir ständig nach Lösungen, die Einsparungen ermöglichen. Ein guter Wein spricht für sich selbst, so das Sprichwort. Das gleiche gilt für gute Maschinen. Diese Komplettlösung aus Kompressor, Stickstoffgenerator und innovativen Airnet-Druckluft-Rohrleitungssystem garantiert den Michels eine zuverlässige Produktion und längere Haltbarkeit ihrer Weine. Atlas Copco serviert keine alten Weine in neuen Flaschen. Wir engagieren uns für überragende Produktivität durch Interaktion mit unseren Kunden.